Hört ihr das? Alter! Das nennt man mal Regen, das ist der tropische Regen. Ich glaube, mein iPhone ist gerade kaputt gegangen. Es regnet seit 5 Stunden. Ich bin kurz vorm Aufgeben, die Steigung ist so krass. Hi zusammen, ich bin Manuel und habe vor 100 Kilometer in 24 Stunden in den Tropen zu Fuß zu gehen. Der Plan ist, einmal Bali zu überqueren. Von Canggu, den Süden von Bali, bis in den Norden nach Lovina. Das sind über 2000 Höhenmeter und 100 Kilometer zu Fuß. Das wird die krasseste Challenge, die ich mir je gestellt habe. Und ich nehme euch mit, das Ganze ist auch für einen guten Zweck. Dazu nachher mehr. Jetzt zeige ich euch, was ich alles so mitnehmen werde für diesen 100 Kilometer Marsch. Ich habe mir viele 100 Kilometer Märsche angeschaut und ich habe immer gesehen, dass Leute Probleme hatten mit dem schweren Rucksack. Deswegen wollte ich sicher gehen, dass ich nicht zu viel einpacke und wirklich das Gewicht des Rucksacks minimiere. Ich trage hier jetzt auch so ein Langarm-T-Shirt über die Nacht und werde dann, sobald es hell wird, zu einem Kurzarm-T-Shirt wechseln. Das bringe ich alles zu meinem 100 Kilometer Marsch. Eine Cappy, ein Powerbank, extra T-Shirt, Stirnlampe natürlich, Sonnencreme, Proteinriegel, also einen kleinen Laufrucksack, 15 Liter, Wasserbeutel, Blasenpflaster und Regenmantel. Filmen tue ich das Ganze auch mit einer GoPro, auch einfach des Gewichtes halber, dass ich nicht meine fette Kamera mitschleppen muss. Das wiegt auch ziemlich einiges und die GoPro ist einfach, ich glaube, die beste Wahl. Ich bin jetzt hier am Startpunkt in Canggu angekommen und werde gleich losmarschieren. Es ist 1.08 Uhr, 24 Stunden habe ich Zeit, bis in den Norden von Lovina es zu schaffen, die 100 Kilometer. Das wird ein Abenteuer. Vielleicht könnt ihr auch die Wellen im Hintergrund hören. Es ist sehr windig. Ich hoffe, das Wetter hält hin. Mal schauen. Und ich würde sagen, es geht los. Das ist die Route, die ich mir ausgesucht habe. Steht auch gleich, ja, nur für Experten da. Und dass ich 28 Stunden bräuchte. Da wird mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 3,5 km/h gerechnet. Ich denke, dass ich ja eigentlich schon 5 km/h im Schnitt laufen kann. Let's go. On Pereiran Beach, head north to follow the tour. Let's go. Okay, ich habe eine gute Durchschnittsgeschwindigkeit. So fast bei 6 km/h. Das muss ich beibehalten. Ansonsten, erste Meter fühlen sich gut an. Was bei sowas ganz wichtig ist, wenn Straßenhunde einfach auf dich zukommen, bellen oder ihr Revier, sag ich mal, verteidigen, einfach weitergehen, nicht beachten, nicht in die Augen schauen. Die verfolgen mich auch gerade. Das ist ganz normal, einfach ruhig bleiben, dann passiert eigentlich auch in der Regel nichts. Oh. Das sind Enten einfach auf dem Reisfeld. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wo hat die App mich denn jetzt hingebracht? Ich gehe hier einfach nur noch an diesen Teilen entlang und es regnet. Ey. Es regnet ziemlich stark. Ich ziehe jetzt meinen Regenmantel an. Bin jetzt ja, bei ungefähr 5 Kilometer erst. Oh mein Gott. Okay, und weiter geht's. Wow, der Tempel ist mega. Da war, glaube ich, eine große Zeremonie. Der Regen wird immer stärker. Oh Mann. Das Problem ist, meine Schuhe werden nass. Und dann ist es wirklich eklig drin zu gehen, vor allem für so lange. Ah.
Okay, es ist jetzt 3 Uhr. Die ersten 10 Kilometer haben wir geschafft. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es bilden sich halt einfach schon so fast kleine Flüsse hier auf den Straßen durch den ganzen Regen. Krass. Gut, dass ich mit der GoPro filme, ey. Ich bin einfach komplett pitchnass, ey. Also es hört einfach nicht auf, das gibt's doch nicht. Es regnet und regnet, es schüttet wie aus Kübeln. Regensaison. Aber es hat auch irgendwas Meditatives so ein bisschen. Aber ja, weiter geht's. Das ist doch krank, Alter. Was geht denn ab, Mann? Es schüttet wie... Alter! Das nennt man mal Regen. Das ist der tropische Regen. Ich sag's euch. Hört ihr das? Woohoo! Lasst schon mal ein Like da auf dem Video, dass ich jetzt noch nicht aufgebe bei diesem krassen Regen. Ne? Alter. Ich warte jetzt noch 1-2 Minuten und dann geht's weiter. Meine Schuhe sind einfach komplett durchnässt. Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann was werden. Das ist wirklich Next Level Training für die Willensstärke. Ich könnte einfach jetzt aufhören. Könnte ich. Aber es ist einfach, ich bin alleine und ich muss mich da durchbeißen. Step by step. Hello. Ich bin gerade in eine richtig fette Pfütze reingetreten. Und ich muss echt sagen, es ist. Ich bin ein bisschen überwältigt. Ich muss echt sagen, es ist krass. Ich habe mir so gedacht, ja, machst du die Nacht als erstes, dann ist das Schwierigste vorbei. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich struggle hier richtig krass. Und ich bin erst bei 15 Kilometer. Oh mein Gott. Ich glaube, mein iPhone ist gerade kaputt gegangen. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt weiß ich nicht, ob ich weitermachen soll, was ich jetzt machen soll. Ich kann ja nicht mal die Kilometer jetzt mehr tracken. Ich weiß die Route nicht. Es funktioniert wieder, es funktioniert wieder. Alter, Schock meines Lebens, Schock meines Lebens. Ich bin so durch schon, ey. Es wird langsam hell, es wird langsam hell. Schauen wir mal, ob das gespeichert hat, wenigstens. Head southeast to the starting point. Yes! Nice! Ah ja, und by the way, ich habe die 20 Kilometer erreicht, ein Fünftel schon. Ich habe gerade irgendwie voll den Energieschub. Ich weiß gar nicht, wo das her ist. Komm, es regnet seit 5 Stunden. Es ist jetzt 6 Uhr morgens. Aber ich bin hyped. I got sunshine on a cloudy day. I got sunshine. Thank you.
Bester Tag für einen 100 Kilometer Marsch, ich sag's euch. Wenigstens ist jetzt hell. Wenigstens ist es jetzt hell. Hallo. Oh mein Gott, blauer Himmel. Das Ding hat ja doch was gebracht. Geil. Ah, das schmeckt so gut. Kokosnuss ist einfach das Beste. Mein iPhone spinnt schon wieder. Ich glaube, das war echt durch den Regen. Es ist jetzt nicht mehr, funktioniert nicht mehr wirklich. Oh Mann, oh Mann. Suche ich gerade irgendwie vielleicht ein Handygeschäft, das schon offen hat, das mir vielleicht helfen kann. Ansonsten muss ich einfach weitergehen ohne Handy. Ich habe jetzt hier so einen Handyladen gefunden. Ich hoffe, die können mir weiterhelfen mit dem Problem. Ansonsten muss ich einfach so weiterlaufen. Dann hilft es alles nichts. Das iPhone funktioniert wieder, hoffentlich jetzt auch länger. Ich habe jetzt 1,5 Stunden verloren. Jetzt muss ich mich echt dran halten. Es ist jetzt 7:45. Warum mache ich eigentlich das Ganze? Als erstes mache ich das Ganze für mich. Ich möchte diese Herausforderung, die Challenge haben, mich einfach selber aus meiner Komfortzone rauspushen und einfach zu sehen zu können, okay, wie weit kann ich an meine Grenzen gehen? Was ist alles möglich? Hey! Hey, du! Der zweite Grund, warum ich diesen Mammutmarsch mache hier in den Tropen, ist Aufmerksamkeit für Straßenhunde auf Bali zu kreieren und Gelder zu sammeln für eine gemeinsame Tierklinik mit Tierliebhaber und Baba. Tierliebhaber sorgt mit natürlichen Alternativen für die bestmögliche Unterstützung der Vierbeiner. Sie haben eine breite Auswahl an Hundefutter, Funktionssnacks, Ergänzungen und so weiter. Jede Woche spenden sie einen gesammelten Betrag durch ihren Online-Shop an Baba. Ich arbeite mit Tierliebhaber schon seit einigen Monaten zusammen und gemeinsam konnten wir über 80 Straßenhunden auf Bali ein besseres Leben ermöglichen. Jetzt gehen wir das nächste Projekt an, eine gemeinsame interne Tierklinik für Baba zu bauen, mit dem Sinn, ein Rehabilitationszentrum auch zu kreieren, wo man dann die Hunde retten kann, sie behandeln kann und dann ein schönes Zuhause geben kann. Wenn ihr auch Interesse habt und eigene Hunde habt an Hundefutter, natürlich Hundefutter, Nahrungsergänzungsmittel für Hunde, dann könnt ihr mit dem Rabattcode MANUEL10 10% sparen und das könnt ihr dann, diese 10% könnt ihr theoretisch dann auch an das Projekt spenden. Das Ganze ist sehr einfach. Ihr geht auf die Tierliebhaber-Webseite, wählt das passende Produkt aus. Hier passt ganz gut Gelenkliebe. Packt es in den Warenkorb, gibt den Rabattcode MANUEL10 ein und dann beim Checkout könnt ihr noch Tierliebe spenden. Ein Prozentsatz von der Bestellung. Und ihr hilft auch noch Straßenhunden auf Bali und diese Tierklinik zu ermöglichen. Das wär doch mal cool. Und ihr unterstützt mich natürlich auch und meine Arbeit. Aber jetzt geht's weiter. Let's go. Wow. Nach Lovina. Nach Lovina? Zu Fuß? Ja, zu Fuß. Oh, Sie können Deutsch sprechen? Ja. Oh, wow. Ja. Wo sind Sie in Deutschland? München, aus München komme ich. So, ich war in München. Oh. Oberaching, Unteraching. Wow. So, ich bringe Sie bitte dahin, kein Problem. Nee, ich möchte zu Fuß gehen. Oh, zu Fuß? Und ja. Oh, alles gut. Okay. Ich muss gleich weiter. Okay. Aber vielen Dank. Bitte sehr. Hat mich sehr Spaß gefreut. Noch. Dankeschön, schönen ja. Tag. Ja, wenn Sie Hilfe brauchen, sag mir Bescheid. Ja, danke. Das ist, was war jetzt? Was ist denn jetzt gerade passiert? Oh mein Gott, das war gerade völlig unerwartet, aber das liebe ich einfach an Bali. Einfach, die Menschen sind so freundlich und nett. Deswegen hatte ich da auch gar keinen Bedanken, da alleine durch die Nacht zu gehen, weil es ist einfach so... So nett, aber ich war gerade so überrascht, dass der auf einmal mich Deutsch angesprochen hat. Ich so, was? Geil.
Ich habe gerade 30 Kilometer erreicht, bin aber auch schon 8 Stunden unterwegs und sind 500 Höhenmeter. Also muss ich jetzt echt ranhalten, dass ich das noch packe. Aber es geht jetzt echt immer steiler bergauf. Jetzt nach den 30 Kilometer spüre ich meine Füße ganz schön. Also Schmerz schon ist noch auszuhalten oder so, aber nach dem, ja, ich glaube bald sieht es ganz anders aus. Hey. Wow, jetzt kommt richtig die Sonne raus. Das wird ja doch noch was. Aber ich spüre gerade richtig meine Beine, alles macht zu. Und ich bin nur bei 35 Kilometer. Aber jetzt wird es richtig schön. Das ist, was ich richtig krass finde. Ich bin überhaupt nicht müde. Ich bin schon seit 24 Stunden wach, aber habe gar keine Ermüdigungserscheinungen. Natürlich meine Beine und die Muskeln oder so, aber ich denke, ist es bei euch auch so, wenn ihr ja, Zeit in der Natur verbringt und vor allem draußen und dann auch noch das Adrenalin bestimmt. Und das würde mich mal interessieren, weil ich habe schon häufiger die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt irgendwie auch im Dschungel unterwegs bin und wenig Schlaf habe, dass ich überhaupt nicht müde bin. Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Ich nähere mich langsam dem Gebirge von Bali, also es geht jetzt echt immer steiler bergauf. Die nächsten Stunden werden hart, vor allem jetzt knallt die Sonne richtig runter. Hört ihr die Insekten auch so laut wie ich? Wie krass ist das denn bitte? Jetzt hat es fast über 30 Grad. 80% Luftfeuchtigkeit macht mir zu schaffen. Regen ist schwierig, aber die Hitze ist auch krass. Also muss man sie auch durchkämpfen. Also in Tropen sind einfach die Wetterbedingungen einfach abnormal. Und das sage ich, nachdem ich schon 5 Jahre hier lebe. Ich bin ja froh, dass ich schon um 1 Uhr nachts losgelaufen bin, muss ich sagen, denn im Süden von Bali sind es dann noch ein paar Grad mehr und dann kriegt man echt einen Hitzschlag da in Canggu um die Uhrzeit, ist abnormal. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich komme wirklich in dieses Gebirgsgebiet now. I'm focused. I've been watching for the omen. Nachdem ich mich für 10 Minuten hingesetzt habe, tun meine Beine richtig weh. Also jetzt ist wirklich alles zu. Jetzt muss ich erst wieder reinkommen. Also gerade auch was gelernt, nicht zu lange Pause machen. Höchstens 5 Minuten. Warum tue ich mir das an? Ah. Es wird immer steiler und steiler. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht, wie steil das ist. Okay, Manuel, push weiter. Die Luftfeuchtigkeit killt mich einfach richtig krass. Geil. Ich befinde mich jetzt in so einer kleinen Dorfstraße und neben mir ist es eigentlich nur Dschungel und Reisfelder, sonst nichts, ein paar kleine Dörfer. Das ist schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Auch wenn es alles schmerzt, aber das ist nice. Das sieht richtig geil aus, außer das hier, die Tempel hier, Wahnsinn. Wow, richtig geile View über Bali, so ein bisschen. Es geht einfach nur hoch, ich weiß nicht, ob man das sieht bei der GoPro. Jetzt merke ich die 2000 Höhenmeter. Das Ding ist halt, bei bestimmten Fitnessübungen geht es halt dann einfach nicht mehr. Das ist vorbei. Aber
man kann eigentlich immer einen Schritt machen. Einfach nur einen Schritt nach vorne und den nächsten. Step by step. Das ist das. Das macht es so hart. Das ist alles eine Mindset-Sache. Das ist das Krasse bei diesem 100-Kilometer-Marsch. Weil du denkst, du kannst nicht mehr, aber eigentlich geht noch ein Schritt. Und dann noch einer. In die Richtung von Singaraja muss ich, da muss ich hin. Ich bin kurz vorm Aufgeben, die Steigung ist so krass. Ich habe es voll unterschätzt. Okay, ich mache weiter. Mein Kreislauf geht jetzt wieder besser und ich denke, ich muss nur die nächsten 10 Kilometer überwinden, diese krasse Steigung, und dann habe ich wirklich noch eine Chance. Das Einzige ist, ich bin jetzt schon 12 Stunden unterwegs. Es ist jetzt ja fast 14 Uhr und ich habe nur 42 Kilometer. Aber ich denke, sobald ich die Steigung überwinden habe, geht es besser und schneller voran. The heavy rain is back. Still going up. Es ist einfach so neblig, ich kann gar nichts mehr sehen. Ne? Seht ihr das auch? Warum ist da ein Riesenrad? Hä? Ich sollte mir auch so ein Bananenleaf holen. Hallo! Durch diesen Dschungel da vorne muss ich jetzt durch. Doch nach einer Stunde sich am Durchkämpfen und Weitergehen merkte ich, dass ich es nicht durch den Dschungel schaffe, bevor es dunkel wird. Ohne passendes Dschungel-Equipment und ganz alleine bei dem Wetter traf ich die Entscheidung, hier aufzuhören. Ich bin froh, dass ich einen Bauern getroffen habe, der mich aus dem Gebiet mit seinem Bike rausgebracht hat. The tour is 180 meters ahead of you. Ich war im Dschungel und es hat so geschüttet und es ist einfach in einer Stunde dunkel und ich hatte da noch 2-3 Stunden durchgebraucht. Das wäre einfach zu risky und da muss ich mein Ego hinten anstellen und die Gesundheit vorziehen und das ist die einzige richtige Entscheidung. Ich bin da einfach auch unendlich dankbar für den Farmer, der aus dem Dschungel rausgefahren hat, weil sonst hätte das nochmal eine Stunde oder 2 Stunden gedauert, bis ich dann jemanden gefunden hätte. Und das zeigt einfach auch wieder die Gastfreundlichkeit hier in Bali. Ich werde mich morgen mal melden, wenn ich das Ganze verdaut habe. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem inspirieren. Und es ist jetzt ein Tag später und ich habe erstmal 12 Stunden durchgeschlafen, nachdem ich ja 36 Stunden wach war und diesen Marsch gemacht habe. Absolut krass, ich war so fertig und habe jetzt auch krassen Muskelkater. Meine Füße sind einigermaßen okay, aber ich fühle mich einfach richtig platt. Bin verwundert, dass ich mich nicht erkältet habe, ehrlich gesagt. Also ich bin stolz auf mein Immunsystem, weil ich bin ja 12 Stunden da im Regen gegangen. Bin jetzt echt froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, nicht weiterzumachen und an dem Punkt aufzuhören, denn es hatte über die Nacht, war ein krasses Gewitter, es hat übelst geregnet. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich da weitergegangen wäre in dem Dschungel. Ich hatte ja kein Equipment für so eine Nacht-Dschungeltour dabei. Natürlich eine Lampe und so, aber das kannst du vergessen. Ich kenne mich da nicht aus. Oh, alleine, das ist einfach zu riskant. Ich muss auch sagen, ich bin echt stolz auf meine Leistung. Die 53 Kilometer oder 51, was es waren, das zeigt zwei verschiedene Sachen an. Und 61.000 Schritte. 1400 Höhenmeter, es ging wirklich die ganze Zeit nach oben. Schon seit einiger Zeit schaue ich mir verschiedene Mammutmärsche, habe ich mir angeschaut, von der Franklin, von Sascha Huber, von Survival Martin, von Fritz Meinecke, von Fabio Schäfer. Und das hat mich wirklich inspiriert, auch mal diese Grenzerfahrung zu machen. Und ich wollte einfach rausfinden, okay, wie weit kann ich gehen? Und das habe ich wirklich gemacht. Vor allem zwar die große Challenge mit dem starken Regen. Und da wollte ich einfach mal Danke sagen für die ganze Inspiration. Ich weiß, dass Fabio zum Beispiel auch mehrere Versuche gebraucht hat. Ich werde auch nicht aufgeben, sondern einen zweiten Versuch starten. Ich weiß noch nicht genau wann. Ich hoffe, ich schaffe es noch dieses Jahr und freut euch drauf. Es wird nochmal ein geiles Video. Vielen Dank für die ganze Unterstützung. Vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.